Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es wieder mal um Hash-Funktionen bzw. um die Verbesserung von der Merkel-Damgard-Konstruktion. Ja, wir haben uns letztes Mal hiermit befasst und ich habe euch gebeten, mal zu überlegen, was für Schwierigkeiten man denn hier kryptografisch gesehen jetzt bekommen kann. Und die Antwort ist relativ einfach. Wenn ich jetzt meine Nachricht M, für die ich einen Hash-Wert habe, verlängere um eine weitere Nachricht, zum Beispiel M', dann habe ich hier einfach, also sagen wir mal, M' hier hinten dran hänge, dann habe ich hier teilweise, sagen wir mal, M' ist genauso lang wie M1, M2 und so weiter und so fort. Dann kann ich einfach hier sagen, okay, ich nehme das Ergebnis, also den Hashwert von M und stopfe das wieder in einen Ideal Cipher rein. Also quasi, ich hänge das hier nochmal hinten dran, so. Und hier stopfe ich einfach M' rein. Also so. Oh, ja. Vielleicht nicht da unten, sondern da oben. Gut, das heißt, ich habe hier einfach M' reingestopft und habe sozusagen den Hashwert von meiner Nachricht gültig weiter transformiert für eine Nachricht M'. Wobei M' jetzt genauso lang sein muss wie M1, M2 und so weiter und so fort. Und das heißt, ich habe einen Hashwert für eine Nachricht berechnet, die eigentlich von mir ist, auf Basis von einer Nachricht, die ich nicht mal kennen muss. Also sagen wir mal, irgendjemand schreibt mir die geheime Nachricht, das ist mein Passwort und ich schreibe einfach noch ein Leerzeichen hinten dran. Und ja, M1 bis MN waren genauso gemacht, dass es für ein Buchstaben ist. Dann habe ich hier das Problem natürlich, das Leerzeichen wird einfach mitkodiert und ich habe einfach den neuen Hashwert von der Nachricht, die ich angepasst habe. Dagegen gibt es zum Glück auch eine, ich mache das mal über das hier rückgängig, denn wir wollen ja hier schön bleiben. Dagegen gibt es zum Glück auch eine kleine Modifikation, die ist gar nicht so schlimm, aber leider macht es das Ganze wieder ein bisschen ineffizienter. Und zwar, ich kopiere mir hier einfach mal so einen Pfeil. Wir stopfen hier zwei Initialisierungsvektoren rein, hier noch einen und hier überall auch. Also hier kommen überall zwei Initialisierungsvektoren raus und zwei Initialisierungsvektoren rein. Ja, am Ende kommt natürlich nur ein Hashwert raus und wir rechnen einfach intern mit zwei zufälligen Werten. Mal benutzen wir den einen, mal benutzen wir den anderen, zum Beispiel sowas. Also wir würfeln sozusagen, welchen Initialisierungsvektor wir hier benutzen. Würfeln können wir nicht, weil dann kann der andere es ja nicht mehr berechnen. Aber wir berechnen einfach irgendwie mit diesen zwei Initialisierungsvektoren hin und her, was man so noch machen kann. Das Ganze war ein bisschen kompliziert, weil man normalerweise nur mit einem Initialisierungsvektor diese ganzen Cipher gestaltet, also nur ein Key passt da rein. Deswegen hat man gesagt, okay, wir wollen das so nicht, außerdem ist es mega langsam normalerweise. Und deswegen hat man sich, also das Ding hier nennt sich Whitepipe-Konstruktion und soll dagegen helfen, dass man Kollisionen von eben diesen internen Hash-Funktionen hier findet, also sowas hier. Funktioniert dann logischerweise nicht mehr, denn am Ende kommt ja nur noch ein Hashwert raus und keine zwei Initialisierungsvektoren. Ja, man hat sich jetzt aber gedacht, okay, ist ein bisschen doof, ist sehr, sehr ineffizient und sehr unpraktisch und deswegen nehme ich diesen Hashwert, also ja, egal, einen von beiden einfach und stopfe den in meinen zweiten rein. Also ich nehme sozusagen immer einen von beiden und XOR den, oh Gott, das als Verb auszusprechen ist echt komisch. Ich XOR den einfach hier drauf. Also hier kommt jetzt ein XOR rein. Sozusagen, dieser Initialisierungsvektor ist standardmäßig einfach zum Beispiel 0 und der hier ist auch standardmäßig 0. Dann XOR ich das einfach auf das Ergebnis von meinem ersten Ideal Cipher. Dann kommt hier immer noch das Ergebnis von meinem ersten Ideal Cipher raus. Aber hier oben kommt ja auch noch ein Initialisierungsvektor raus. Das ist auch ein Ergebnis von meinem Ideal Cipher. Und den, also das hier, das, auf das ich gerade diese 0 XORed habe, das stopfe ich hier wieder rein ins Ideal Cipher vom nächsten. Dann nehme ich das hier und XORed das auf das Ergebnis hier. Und das kommt dann in mein nächstes wieder rein. Und das zweite Ergebnis, also das hier, das XOR ich jetzt auf das vom dritten drauf. Und so weiter und so fort. Und am Ende habe ich einfach, am Ende XOR ich hier nochmal. Genau, hier kommen ja auch zwei raus. Und das XOR ich jetzt auf mein Ergebnis drauf und dann habe ich meinen Hashwert. Also tatsächlich, so sieht es dann eigentlich aus. Die XORs zeichne ich jetzt hier nicht ein, die sind nämlich ein bisschen komisch und ich mache auch die Pfeile wieder raus, weil das eigentlich zwar die gängige Methode ist, aber in der Theorie betrachtet man es eigentlich nicht. Also wie gesagt, ihr habt hier normalerweise einfach zwei Initialisierungsvektoren, einen davon steckt ihr direkt ins IC rein und einen XORt ihr auf das Ergebnis vom IC drauf.
Und das zweite Ergebnis vom IC, das XOR die dann wieder auf das Ergebnis vom nächsten IC, also von der Runde danach drauf. Ist eigentlich nicht so kompliziert und ist deutlich schneller als die White Pipe Konstruktion, deswegen heißt es auch Fast White Pipe Konstruktion. Super, und damit hat man natürlich hier das Problem gelöst, denn wenn ich hier noch irgendwas drauf XORe und immer zwei Ergebnisse bekomme, dann weiß man natürlich nicht mehr, was kommt jetzt hier tatsächlich als Ergebnis bei raus und wie kann ich das weitermachen, was ist jetzt mein XOR, was hier als zweites IC noch rauskommt, denn hier am Ende schmeißt man ja den zweiten Vektor einfach weg, das heißt, ich habe nichts, was ich hier hinten dran auf mein M' XORen könnte. Okay. Ja, das ist das, also zu den Fast-White-Pipe- und White-Pipe-Konstruktionen. Jetzt noch ein letztes Wort. Man kann auch vom Random-Oracle-Modell wieder auf den Ideal-Cipher kommen. Und das geht eigentlich mega leicht und mega schnell. Ihr kennt mittlerweile einen Feistel. Und was ihr dann einfach macht, ist folgendes. Das hier sei unsere Rundenfunktion. Das ist jetzt einfach ein Random-Oracle-Modell. Und wir haben hier oben beim Feistel ja sowieso zwei Seiten sozusagen, also einmal links und einmal rechts. So, und eine Seite davon wird jetzt hier reingepackt in unser Random Oracle Modell, so, und wird dann hier weiterverwendet. Hier findet dann ein XOR statt, da schreibe ich jetzt einfach mal das Plus rein, das steht dort normalerweise für XOR, ich kann nur leider kein besseres XOR gerade machen, ich könnte einfach XOR reinschreiben, clever. Okay, genau, dann XORen wir eben hier das da drauf und das ist dann unsere nächste Runde sozusagen. So, nur dass wir jetzt hier noch die Seiten tauschen, also das kommt nach da und das Ergebnis vom XOR ist jetzt mein linker Teil. Und das ist eine Runde Feistel, falls ihr euch daran erinnert. Nur, dass wir hier jetzt statt einer Funktion f unser Random Oracle Modell gebaut haben. Und wenn wir das für mindestens, da gibt es einen mega langen Beweis dafür, wenn wir das für mindestens 14 Runden machen, dann ist es ein sicheres Chiffre. Also da kann man dann auch nichts mehr damit machen. Warum gerade 14 Runden? Ist ein mega komplizierter Beweis und man hat irgendwie, keine Ahnung, versucht das Ganze zu brechen, wenn man da kleine Teile weiterreicht und so. Ja, also ziemlich kompliziert. Glaubt mir einfach, dass 14 Runden hier reichen. Am Anfang dachte man, 6 Runden würden reichen, hat nicht gereicht. Der Beweis war fehlerhaft. Also ihr seht, selbst die mega guten Kryptografen machen Fehler in dem Beweis. Deswegen, ich habe mir den nicht mal angeguckt. Also entschuldigt mich. Gut, tatsächlich sind die ganzen Chiffren, beziehungsweise nicht die Chiffren, sondern die Hash-Funktionen in der Praxis ein bisschen anders aufgebaut. Ich habe euch hier mal ein Bild, weil ich einfach mega faul bin und das nicht selber zeichnen wollte, ein Bild von SHA-1 mitgebracht. SHA-1 ist zwar nicht mehr sicher, aber damit ihr so einen kleinen Eindruck kriegt, was da so drin passiert. Es ist unglaublich komisch und ja, man blickt da nicht wirklich durch. Also das ist jetzt SHA-1. Wir teilen unsere Nachricht M in 5 Teile auf. Die eine wird direkt zum Teil B, die next und dann wird sie nochmal verwendet, um 3 nach links geschiftet, also Bit geschiftet, ich glaube ihr wisst, was Bit shiften ist, dann hier reingeXORt, dann B wird um 30 nach links geschiftet und dann als C benutzt, also wenn man links angekommen ist, ganz links, dann wird einfach wieder das rechte Bit genommen und so weiter und so fort. C wird direkt als D benutzt und D wird auch direkt als E benutzt und A berechnet sich hier durch ein XOR von einem Schlüssel, XOR von W, was auch immer W ist, und XOR von dem, was ich hier gerade gesagt habe, und ja, XOR von dieser Rundenfunktion F und E. Und hier passieren noch irgendwelche solche Sachen, wie bei AES auch, also durch so ein, ich glaube, das waren S-Boxen hier drin. Also ihr seht, eigentlich benutzt man die Merkel-Damrat-Konstruktion hier nicht wirklich dafür, aber hiervon gibt es dann auch wieder mehrere Runden. Ich glaube, es waren 80 Runden, wenn ich mich richtig erinnere, für SHA-1, und SHA-1 ist nicht mal mehr als sicher definiert. MD5 sieht ähnlich kompliziert und komplex aus und man will sich da auch irgendwie nicht so wirklich reinwagen. Nur, dass ihr mal eine Idee kriegt, was das ist hier. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne damit noch genauer beschäftigen, aber mir reicht es in dem Fall. Und ich beschäftige mich dann lieber noch mit anderen Hash-Funktionen und mit denen geht es dann wahrscheinlich im nächsten Video weiter. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns. Bis dann. Ciao.